Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banished. Seit der letzten Folge habe ich mich ein bisschen informiert. Der Markt ist dafür da. Da werden die Sachen, die wir produzieren, von den Mitarbeitern des Marktes gesammelt und alle Einwohner des Dorfes können sich hier selbstständig die Sachen holen, die sie brauchen. Und dadurch wird das Ganze schneller. Wir hätten den Markt am besten aber nicht da außen gebaut, sondern mehr hier ins Dorf. Also das wäre jetzt eine bessere Möglichkeit gewesen, ihn zu setzen, weil ihr seht jetzt hier so einen orangenen Kreis. Das ist der Kreis, den unser Markt jetzt bedient. Und das ist ein bisschen doof, denn hier wäre eindeutig die bessere Position für unser Dorf gewesen. Da wird gefroren. Das ist ganz schlecht. Wir müssen also gucken, dass wir im nächsten Sommer auf jeden Fall mehr Holz produzieren und eigentlich von allem mehr produzieren, sodass wir erstmal richtig viel Vorräte haben von allem, was so wichtig ist. Als nächstes sind wir immer gerade noch an den Bauarbeiten zum Quarry, zum Steinbruch. Und hier ist halt die Sache so, wir können hier Steine abbauen, die wir jetzt in der Umgebung nicht mehr finden können, weil wir schon alles an losen Steinen in der Umgebung abgebaut haben. Das Problem dabei ist, auch so ein Steinbruch ist irgendwann leer. Das sieht man nachher an einer Anzeige, die dann zeigt, wann der Steinbruch leer ist. Jederzeit kann man einen Steinbruch auch einfach abreißen. Allerdings das Loch im Boden wird weiterhin bestehen. So, wir müssen aber jetzt zuerst das hier fertig bauen und wechseln schon mal eine Baustelle, sprich unsere Versorgung mit Steinen sicherzustellen. Und danach werden wir uns darum kümmern, dass wir mehr Einwohner bekommen. Und jetzt frieren eine ganze Menge Leute. Ich hoffe, dass uns jetzt niemand hier stirbt. Es fehlt an Eisen. Ja, Eisen haben wir auch schon lange nicht mehr suchen lassen. Das muss man jetzt wirklich mal zugeben. Und Eisen ist auch jetzt nicht das Problem, weil Eisen haben wir überall rumliegen. Bei momentan nur zwei Leuten, die unsere Sachen durch die Gegend tragen, ist es natürlich ein bisschen das Problem, dass unsere Baustelle hier auch nicht versorgt wird so schnell. Aber... Oh, jetzt wird es schon wieder langsam Spätwinter. Da müssen wir uns gleich darauf vorbereiten, dass es zum Frühling hin wieder unsere Farmen besetzt werden. Wir gehen hier vielleicht gleich mal, wenn das auf Frühling schaltet, in den einfachen Modus. Also in einfacher Geschwindigkeit. Und das wäre jetzt. So, dann müssen wir jetzt hier die Leute wieder umpacken. Wir hatten ja gesagt, wir wollen die Forester erstmal weiterlaufen lassen. Deswegen werden wir den Herbalist nehmen. Den Woodcutter lassen wir weiterlaufen, weil wir keine Holzscheite mehr haben für die Öfen von den Leuten. Das geht auch nicht. Hunter, die werden wir jetzt einfach mal abziehen. Wir machen jetzt erstmal die Farm voll, damit das schon mal losgeht. Das reduzieren wir auch mal um 2. So. Leider müssen wir auch die Gatherer wieder mal beschneiden in ihren Tätigkeiten. Und das machen wir auch mal weniger. So kommen wir doch, glaube ich, voran. Lassen wir es mal so weiterlaufen. Wir gehen wieder auf doppelte Geschwindigkeit, damit es überhaupt hier was an Geschwindigkeit gibt. Und wir sagen einfach mal, es soll mehr Holz gesammelt werden. Oh, da sehe ich ein Problem. Das Spiel ist schon komplex. Man muss also hier immer gucken, dass man auch auf alles achtet. Wir hatten jetzt den Holzfällern gesagt, sie sollen Bäume fällen und hatten vergessen, dass wir das Pflanzen von neuen Bäumen abgeschaltet hatten. Deswegen geben wir jetzt einfach mal einen Auftrag, dass hier das Ganze abgeholzt werden soll und hier auch. Holz können wir ja zum Glück schneller besorgen, wie zum Beispiel die Steine, die ja einfach gar nicht mehr da sind. Collect Iron. Machen wir auch gleich mit.
Eisen fehlt uns. Wir müssen gucken, dass wir Eisen jetzt gesammelt bekommen. Haben wir noch ein bisschen Eisen hier rumliegen? Wir gucken jetzt einfach mal, indem wir hier quer rüberziehen. Und es gibt hier kein Eisen. Da drüben gibt es hier ein kleines Eisenfeld. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal hier hinten auf diese Ecke. Da kommen auch schon die ganzen Arbeiter angelaufen. Dann setzen wir hier das Eisen auch auf die Liste der Sachen, die geholt werden sollen. Wir tun mal die Träger vom Markt einfach abziehen und tun die hier zu unseren Leuten, die jetzt hier Bäume holen, Eisen. Wir haben auf jeden Fall hier eine größere Anzahl an Kindern dazu bekommen. In der letzten Folge waren es noch 13, jetzt haben wir 19 und auch die Studenten haben zugenommen. Erwachsene Einwohner sind noch nicht mehr wie das letzte Mal, das sind immer noch 33, das war das letzte Mal auch 33. Ich habe so ein bisschen Angst davor, wenn unser Steinbruch am Laufen ist. Der schluckt nämlich 15 Arbeiter. Den müssen wir natürlich nicht gleich voll machen mit Arbeitern. Aber 15 ist natürlich eine Menge, die wir momentan noch nicht so richtig stemmen können in unserem kleinen Dörfchen. Und wie sieht es jetzt hier aus? Wir haben momentan immer noch 14 Eiern. So, unser Woodcutter ist aber noch aktiv, ja. Der ist auch hier schön am Arbeiten, wie man da sieht. Und hier drüben im Tal, da ist jetzt, fangen jetzt auch ein paar Leute an zu arbeiten. Ich muss schon sagen, in dem Spiel hier regnet es fast die Hälfte der Zeit. Eieren. Okay. Es ist noch ein Kind geboren worden. Was macht eigentlich unsere Schule? 9 Studenten, zur Hälfte ausgelastet. Wenn jetzt hier die Bauarbeiten beginnen, werde ich mal von den Trägern 3 abziehen. Die sollen dann einfach mal zu den anderen Tätigkeiten, die wir momentan auch ein bisschen vernachlässigt haben, noch dazukommen. Also zur Fischerhütte und zu den Herbalist und zum Gatherer müssten wir auf jeden Fall auch noch wieder mehr Leute dazu stopfen. Das sind so Sachen, die schalten wir ja meistens immer ab. Das dürfen wir eigentlich nicht machen. Da müssen wir gucken, dass wir diese ganzen Tätigkeiten immer mit voller Mannsstärke und Frauenstärke besetzt haben. Denn sonst schneiden wir uns ins eigene Fleisch und im nächsten Winter sterben uns dann die Leute, weil wir einfach nicht genug Personal haben, um die Versorgung des nächsten Winters sicherzustellen. 18 Eisen. Und es ist ein Erwachsener dazu gekommen. Ich stopfe die jetzt einfach mal zu... Tja, was machen wir als erstes? Das ist voll hier zum den Kräuterleuten.
spätes Frühjahr. Die Kürbisse fangen an zu wachsen. Unsere Kartoffeln sind auch schon gut am Wachsen. Mich ärgert, dass wir den Marktplatz nicht hier vorne hingesetzt haben. Das wäre die viel bessere Methode gewesen. Hätte der überhaupt da hingepasst? Mal kurz gucken. Nein, das ist nicht der Marktplatz. Was ist der Marktplatz? Town Hall. Wo ist der Marktplatz? Ach hier. Der Marktplatz hätte hier nicht hingepasst. Hätte da nicht hingepasst. Also hier. Ja. Ist unpraktisch. Dieser Berg hier, der steht uns voll im Weg. Es müsste im Spiel noch die Möglichkeit geben, dass man Berge abtragen kann. Vielleicht könnten wir auch das eine Feld einfach verlegen. Ein drittes Feld bauen. Dann reißen wir dieses Feld hier weg und bauen hier unseren Marktplatz auf. Das waren die Bauarbeiten. Das Eisen kommt sehr langsam heran. So, ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mir ein paar Tipps und Tricks geben würdet. Vielleicht wisst ihr ja, auf was man achten sollte, damit es schneller vorangeht. Vielleicht habt ihr ja Ideen oder schreibt mir einfach, was ich alles falsch mache. Ich meine, das gibt natürlich lange Posts, weil ich bestimmt 10.000 Sachen falsch mache. Aber ich bin dann trotzdem froh, wenn ihr mir das sagt, dann kann ich das ändern. Wenn ich es nicht weiß, dann geht das halt nicht. So, die Eisen beginnt hier auch langsam zuzunehmen. Die Felder sind ja schon mal ganz gut ausgebaut jetzt. Scheint sich gut hier zu machen. So. Das macht sich alles gut. Ich wäre jetzt echt dankbar, wenn jetzt die Bauarbeiten hier mal beginnen würden, weil ich noch viel mehr für euch zu tun habe. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass ihr so lange dafür braucht. Steine. Ja, das Eisen liegt auch doof. Jetzt muss ich mal gucken, was hier der Abbau von den Eisendingern macht. Tja. Hier wird auf jeden Fall jetzt auch Eisen transportiert. Stein. Das, Und wieder ein Erwachsener mehr. Den stecken wir jetzt einfach mal zu den Fischern. Ne, da ist er eigentlich ganz gut besetzt. Wir gehen mal hier, wir tun den mal da hinsetzen. Unser Markt ist jetzt ziemlich verlassen, weil wir haben ja alle Leute abgezogen da.
Aber wenn jetzt gleich die ganzen Kinder hier erwachsen werden, dann haben wir natürlich eine gute Grundlage an Leuten, die dann für uns arbeiten können. Hier wird jetzt noch Holz angeliefert und jetzt noch Steine. Ist alles Stein? Wieso ist das alles Stein? Jetzt sollte doch hier Eisen. Das ist auf jeden Fall Iron. Er hat da irgendwas anderes. Und 31. Ja, die Kürbisse wachsen bei uns nicht so gut hier. Seht ihr das? Die Felder sind immer noch halb. Zur Hälfte gar nicht besetzt. Und es ist schon Sommer. Leute, noch 5 Steine, noch 2 Steine. Ihr werdet aber schaffen, noch 2 Steine hier zu bringen. 2 Eisen, meine ich. Dann tun wir noch mal mehr Eisen beauftragen. Hier, alles weg. Da, alles weg. Eisenmangel. Hier werden neue Bäume gepflanzt. Das Spiel ist wesentlich schwieriger wie Age of Empire. Aber ich finde, es ist auch eine Herausforderung, wie die Spiele ein bisschen schwieriger sind, wenn man nicht sofort alles bauen kann, nicht sofort alles hinbekommt und so weiter. Das ist dann auch so ein bisschen Langzeitmotivation, so ein Spiel zu spielen. Wenn es zu leicht wäre und man sofort riesige Dörfer bauen könnte, dann wäre das ja nicht so spannend. Jetzt beginnen hier die Bauarbeiten. Ich sehe da schon die ersten Fundamente. Da. Unsere Fischer sind jetzt gut besetzt. Wir gucken mal durch. Bauarbeiter haben wir genauso viele, wie wir brauchen. Farmer, die sind auch besetzt. Die Sammler im Wald sind eigentlich zu 75% besetzt. Das ist auch gut. Die Fischer sind auch zu 75% besetzt. Jäger haben wir leider gar keinen. Da werden wir aber jetzt gleich mal 2 hinsetzen, weil es sind nämlich noch 2 Erwachsene dazu gekommen. Und noch jemand dazu gekommen. Dann gucken wir mal, welche Tätigkeiten wir hier noch besetzen müssen. So, das ist alles gut besetzt. Wir müssen also hier den Gatherer noch besetzen. Oder wir lassen es erstmal so, da werden auch unsere Materialien schneller herangeschafft. Bauarbeiten sind bei 22. Fordert natürlich auch ziemlich viel Arbeit, hier 100 Baueinheiten, um das Gebäude zu bauen. Und wenn es jetzt gleich fertig ist, dann haben wir das Problem, dass wir nicht genug Leute haben, die uns dann Steine heranschaffen. Es ist schon wieder früher Herbst und unsere Kürbisse hier hinten, also das mit den Kürbissen gefällt mir nicht. Seht ihr, das hat überhaupt keinen Sinn. Die hinteren Kürbisse sind noch gar nicht fertig und hier vorne müssen wir jetzt schon ernten. Wir werden das gleich wieder auf Kartoffeln umschwenken. Und hier bauen wir ein weiteres Feld. Oder vielleicht sogar 2. Wir bewegen uns immer weiter weg von unserem Dorf. Das gefällt mir nicht. Hier wäre noch eine gute Baustelle. Und wir haben immer noch nicht alle Gebäude gebaut.
Ich gucke jetzt mal, wie das hier so aussieht. Bis wohin können wir denn hier bauen? Okay, bis da. 15 mal 15. So, ein zusätzliches Feld. Na, wir kommen hier an dem Gebäude nicht gut vorbei. Wir können aber hier durch den Tunnel laufen und sind dann auch hier beim Haus. So, das befindet sich ja hier noch im Bau. Unseren Marktplatz würde ich dann auch gerne noch verlegen. So, jetzt haben wir hier das Ding fertig. Da müssen wir dann gucken. Query, Query, Query. Wo steht das? Hier, Stonecutter. 15 Leute. Und wir haben natürlich jetzt die ganzen Bauarbeiter, sind jetzt noch arbeitslos. Was haben wir? Es ist Herbst. Ah, dann tun wir mal hier die Baustelle nicht eröffnen. Wir werden jetzt hier mal versuchen, die Gebäude noch zu beenden. So. Und wie das Ganze ausgeht, ob das Feld hier bald gebaut wird, ob wir unsere ganze Art noch vor dem Winter einfahren können, wie das mit dem Feuerholz ist und so weiter, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis dann, ciao!